Herzlich willkommen bei Eschas Tarot bei einer Tarotlegung für den Monat im Dezember. Wir sind beim Sternzeichen Waage. Und dann schaue ich mal, was für das Sternzeichen Waage der Monat bereithält, beziehungsweise was ich schon mal in den Karten sehe. So, ich drehe schon mal alle um, damit ich so ein Gesamtbild habe. Okay. Gut, liebe Waage, du bist jetzt mal ein Sternzeichen, wo der Page der Münzen nicht auftaucht, weil den hatte ich jetzt in jeder Legung drin. Oder den Pagen der Quatsch, den Pagen der Ritter wollte ich sagen. Ritter der Münzen. So. Aber kommen wir zu deiner Legung. Wir haben hier so ein, ich sag mal, sich beweisen. Gleichzeitig haben wir hier aber auch so eine liebevolle Unterstützung. Oder auch ein Beherrschen. Hier geht es tatsächlich so ein bisschen darum, auch Dinge loszulassen. Du wirst wieder in eine Situation kommen, in der du dich beweisen musst, in der du das Gefühl hast, du musst irgendwie zeigen, was du kannst, du musst deine Fähigkeiten unter Beweis stellen, du hast selber das Gefühl, es ist nicht genug, was ich da tue. Ich muss es anderen Leuten zeigen, wie kompetent und fähig ich bin. Beziehungsweise ich muss vielleicht auch der Familie zeigen, wie kompetent und fähig ich bin. Und hier haben wir tatsächlich so ein Loslassen, gerade mit den starken Karten. Das hier ist so eine Karte, die ich für die Hilfe, für positiv eingeordnet habe. Das Ding ist aber, die Karte selber ist nicht positiv. Sie steht für Betrug, sie steht für etwas wegnehmen. Aber ich glaube, diesmal geht es tatsächlich darum, dass du dir etwas wegnimmst, dass du auch etwas loslässt. Das ist so ein, ich würde ja tatsächlich sagen, dieser Mann, das ist ein Dieb und der hat die Schwerter geklaut, ne? Hier geht es eher tatsächlich darum, dass du für dich selber etwas mitnimmst, indem du etwas loslässt. Hört sich jetzt erstmal widersprüchlich an, aber hier geht es tatsächlich ums Loslassen. Und gerade mit den Liebenden, da habe ich so, das ist so eine Karte, da gibt es viele Interpretationsmöglichkeiten. Auf der einen Seite großes Liebesglück, das sehe ich hier aber in der Kartenkonstellation gerade nicht. Hier sehe ich eher eine Entscheidung. Auch das bedeutet die Karte gerade, weil Adam und Eva hier zwei unterschiedliche botanische Pflanzen im Hintergrund haben. Sie haben zwei verschiedene Standpunkte, sie haben zwei verschiedene Blickrichtungen, ne? Dementsprechend kann es auch für Entscheidungen und Standpunkte gehen. Und ich denke, hier ist tatsächlich so ein Loslassen, sich frei machen. Eben nicht immer der ganzen Welt zeigen, wie gut du bist und wie toll du das kannst, sondern einfach mal so zu sein. Und die Leute, das muss reichen, wie du bist. Also im Grunde genommen, jeder Mensch ist liebenswert, jeder Mensch kann seinen Kram. Und meistens, dieses Beweisen findet eigentlich nur für einen selber in der eigenen Wahrnehmung statt. Das merken die Leute gar nicht so doll. Und hier haben wir tatsächlich mit dem Ziel haben wir hier die Sterne. Die Sterne sind so eine absolute Glückskarte. Hier steht alles unter einem guten Stern. Also im Grunde genommen, wenn ich das jetzt mal ganz platt formulieren möchte, liebe Waage, du kannst in diesem Monat nichts falsch machen. Du kannst jetzt anfangen, mal die Verantwortung loszulassen und einfach mal Dinge so machen, wie du denkst. Du brauchst nicht ständig alles überdenken. Habe ich das richtig gemacht? Habe ich jemanden verärgert? Habe ich an alle mitgedacht? Ja, tust du. Denn im Moment, du wirst alles richtig machen. Es ist nichts, was falsch laufen kann. Du kannst aufhören, darüber nachzudenken. Und dieses Beweisen und immer wieder, guck mal, und ich bin noch ein guter Mensch. Das brauchst du in diesem Monat nicht. Das ist tatsächlich auch so ein bisschen die Lernaufgabe für diesen Monat. Also wirklich mal zu gucken, dass du es loslässt, dieses Beweisen, diese Verantwortung und dass du tatsächlich einfach mal Dinge so machst, wie du bist. Natürlich ist auch dieses Selbstreflektieren und diese Kritik für einen selber, das gehört auch zu deiner Persönlichkeit. Aber versuch das in diesem Monat mal wegzulassen, weil wie gesagt, es wird nichts falsch laufen. Es gibt kein richtig und falsch in diesem Monat für dich. Und das ist natürlich eine schöne Legung. Natürlich, sowas fällt einem wahnsinnig schwer, wenn man sich das immer wieder solche Strukturen angeeignet hat, dass man sich beweisen möchte, dass man gut dastehen möchte, dass man möchte, dass die anderen das sehen. Das ist in diesem Monat aber tatsächlich übergeordnet dem Universum egal.
Dementsprechend und auch deinen Mitmenschen wird es egal sein. Dementsprechend hör auf damit, versuch durchzuatmen und dann haben wir hier tatsächlich auch eine wahnsinnig schöne Glückskarte, ein Erfülltsein, einfach ein Glücklichsein, was dich dann erwartet. Und das ist natürlich wahnsinnig schön. Liebe Waage, was du daraus machst, aus den Karten, aus der Legung, aus den Impulsen, ist deine eigene Entscheidung. Ich wünsche dir trotzdem einen wunderschönen Dezember. Genieß die Weihnachtszeit und bis zum nächsten Mal.